Ja, welcome back, Leute. Wieder mal ein kurzes, spontanes Video mit mir alleine. Naja, so spontan ist es jetzt nicht, wie man am Hintergrund vielleicht erkennen kann. Was machen wir heute? Ich hatte eine Idee, einfach mal drei herbe Biere zu trinken. Drei sehr bekannte herbe Biere. Einfach aus dem Grund, weil ich wenig Erfahrung mit herben Bieren habe und auch nicht viel mit herben Bieren anfangen kann. Es geht heute um das Beck's, das Jefer, beziehungsweise Jefer und das Warsteiner Herb. Gucken wir mal. Wir fangen an mit dem Beck's. Beck's ist, glaube ich, von allen herben und bekannten Bieren das seichteste. Deshalb will ich auch mit dem Beck's anfangen. Beck's ist eine unserer Hassmarken hier bei Arrogant Frank TV. Ich bin allerdings der Meinung, Beck's ist ein leckeres Bier. What? Wenn man nur eins trinkt. Das zweite wird man grundsätzlich bereuen. Also, ich spreche natürlich nur für mich. Was euren Geschmack betrifft, kann das natürlich ganz anders sein. In das Glas damit. Grüne Flasche beim Greenscreen ist vielleicht nicht so das cleverste. Aber, wie wir alle wissen, haben herbe Biere oft grüne Flaschen. Also ich habe selten erlebt, dass ein normales Bier in einer grünen Flasche ist. Allerhöchstens das Wickhühler und das Heineken. Ne, das sind ja, die sind ja beide nicht so herb, aber die sind trotzdem in einer grünen Flasche. Naja, wie dem auch sei. Beck's, mein Erzfeind und mein bester Freund. Wir haben früher so viel Beck's getrunken. Ich kann das Zeug einfach nicht mehr sehen. Aber wir trinken uns da jetzt ganz schnell durch und vergleichen diese drei herben Biere mal miteinander. Das ist, das geht. Das geht. Ich sag ja, das erste geht, wirklich. Nicht zu aggressiv. Angenehm. Mundgefühl ist nicht total weich, aber akzeptabel, gut. Solide einfach. Solide. Beck's ist ein ganz solides Bier. Ich glaube, es ist eins der meistverkauften Biere Deutschlands und auch ein sehr wichtiges Exportprodukt. Weil ich glaube, Beck's wird in über 90 Ländern verkauft, getrunken. Und Halleluja, ne? Die tun mir schon ein bisschen leid. Ich weiß nicht warum, aber ich muss sagen, es schmeckt ein bisschen wässrig gerade. Bisschen schwach auf der Brust. Komisch eigentlich. Bin ich ganz anders gewohnt. Aber ich trinke es auch, also meistens haben wir das bei Temperaturen getrunken, die jetzt für Bier nicht unbedingt die besten sind. Finde ich jetzt überraschend nicht so schlimm wie gedacht. Soll ich jetzt mit Punkteskala arbeiten? Ja gut, eigentlich schon. Da wir drei vergleichbare Biere haben, ist das vielleicht heute sogar richtig sinnvoll, mit Punkten zu arbeiten. Beck's bekommt von 10 Punkten jetzt einfach mal eine gute 5. Eine gute 5. Heute bin ich barmherzig. Oder streng. Eigentlich würde ich für Beck's mehr geben, glaube ich. Ja, wie definiere ich den Begriff herb eigentlich? Herb ist ja im Grunde, steht für bitter. Also laut Definition. Demnach müssten Pale Ales auch als herb eingestuft werden. Ich liebe Pale Ale aber. Und ich mag keine herben Biere. Deshalb finde ich, muss ich für mich beim Bier trinken da unterscheiden. Ein herbes Bier ist für mich eins, das unglaublich stark nach grüner Wiese schmeckt. Das ist für mich herb. Beziehungsweise, vielleicht ist das der Geschmack vom ganz normalen Hopfen. Pale Ale wird ja meistens mit exquisitem Hopfen gebraut. Und ich denke, normales herbes Bier wahrscheinlich nicht. Ja, 5 Punkte. Gerecht. Es hätte schlimmer werden können, Bex. Jetzt beschwer dich nicht. Ja? Ja, sehen uns dann beim nächsten herben Bier. So, jetzt sind wir beim Jefer. Jefer ist, glaube ich, das Bier, woran jeder denkt, wenn es um herbes Bier geht. Gehst du da weg? Sorry, da wollte gerade eine fremde Katze vom Napf von meiner Katze essen. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Ja, Jefer, das bekannteste herbe Bier Deutschlands. Jetzt habe ich es gesagt. Sagt man Jefer oder Jefer? Jöver. Jöver. Marvin und Jöver haben auch ohne Alkohol keinen Fun. Ich habe oft gehört, dass es eigentlich Jefer heißt.
dann frage ich mich aber, warum nennen die das in der Werbung Jever? Das ist wie mit Skoda. Skoda heißt eigentlich auch Skoda. In der Werbung sagen sie aber alles Skoda. Gut, hier in Deutschland, aber ne, Jever ist was anderes. Das kommt aus Deutschland. Da kann man auch ruhig den originalen Namen sagen. Das hat einen anderen Grund. Ich hab mich extra schlau gemacht dafür, weil mich das auch schon sehr lange interessiert. Und jetzt habe ich endlich mal einen Grund gefunden, das nachzuschlagen. Jever ist nach der gleichnamigen Stadt in Niedersachsen Jever benannt. Dort sagt man tatsächlich Jever. Allerdings hat sich das Bier dann relativ rasch über Deutschland ausgebreitet, und so dass es in Gegenden kam, wo der Ort Jever überhaupt nicht bekannt ist. Und da man das V im Deutschen üblicherweise wie ein W ausspricht, hat irgendwann ganz Deutschland hat dann angefangen, dass dieses Bier wie Jever, Jever mit einem weichen V, also mit einem W auszusprechen. Und die Brauerei hat sich dem irgendwann gebeugt. Die haben nicht gesagt, hör mal, ihr sprecht das Bier falsch aus, sondern gut, wenn ihr das Bier so aussprecht, dann nennen wir es jetzt so. Und darum heißt das Jever und nicht Jever, was eigentlich korrekt wäre. Also wenn ihr in Niedersachsen ein Jever bestellt, sagt besser Jever, könnte sonst Ärger geben. Nee, Quatsch, aber wenn ein Jever bestellt, zeugt das zumindest von einem gewissen kulturellen Interesse. Da freuen sich die Niedersachsen bestimmt drüber. Ja, sonst weiß ich nichts über dieses Bier. Ich weiß nur, dass wir es bisher noch nie bei Eric und Frank TV hatten. Mir fällt gerade auf, ich habe beim Becks nicht vorgelesen, was hinten drauf steht. Scheiß drauf. Jetzt lese ich es aber vor. Das weiche, friesische Brunnenwasser und eine Spur Hopfen mehr verleihen Jever Pilsener den einzigartigen und unverwechselbar herben Charakter. Gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot mit Wasser, Gerstenmalz, Hopfen. So, schauen wir mal rein. Sieht sehr goldig aus, muss ich sagen. Ein bisschen heller sogar als Bitburger. Ja, riechen wir mal kurz. Oh, da kommt eine Spur Gerste durch. Also es riecht natürlich herb wie die Sau, wie das Bags ein bisschen. Aber es geht. Ich hätte jetzt was anderes erwartet. Wie gesagt, es ist eins der am wenigsten getrunkenen Biere von mir. Also der bekannten. Wahrscheinlich sogar das am wenigsten getrunkene. Oh. Ja. Wie die See. Ja, es ist herb. Das zieht dir es zusammen. Alles im Mund. Muss aber sagen, dabei ist so eine relativ erfrischende Note. Für mich ist herber Geschmack eigentlich immer einfach kraftvoll und unangenehm. Muss man jetzt mal so sagen. Ich mag keine herben Biere. Ich mag eher, ja, Pilz. Das sind natürlich alles Pilsner heute. Bitburger finde ich so gerade noch okay, das ist gut. Kellerbier finde ich sehr lecker. Zwickelbier im Ale, natürlich, Pale Ale. Dunkle Biere mag ich fast alle. Aber so herb, ey, das hat noch nie Zugang zu mir gefunden. Und das wird auch nach diesem Biertest nicht anders sein. Es ist aber eine Frische drin. Es ist eine kleine Frische drin. Finde ich gar nicht so übel. Finde ich jetzt sogar besser als das Becks. Weil es im Gegensatz zum Becks tatsächlich Charakter hat. Ich fand das Becks total wässrig. Das hier hat hingegen, das ist wirklich herb. Du merkst einen heftigen Unterschied zwischen den beiden Bieren. Und irgendwie erfrischend noch dabei. Ein klein wenig. Ist okay. Gebe ich eine Punktzahl für ab. Becks hatte 5 Punkte. Jever bekommt, ich mache einen Satz nach vorne, bekommt 7. Überraschend gut. Herber als das Becks, keine Frage, aber irgendwie facettenreicher, irgendwie besser. Irgendwie besser. Wo kommt Becks her? Bremen, ne? Ja, das ist Niedersachsen. Gut, Jever, das liegt an der Nordsee. Das ist schon fast Dänemark. Na gut, Flensburger ist fast Dänemark. Aber je weiter man in Deutschland nach oben geht, desto herber werden die Biere. Je weiter man in Deutschland nach unten geht, desto weicher werden die Biere. Das ist so. Und je weiter man in Deutschland nach Westen geht, desto dunkler werden die Biere. Für gewöhnlich, weil da das Altbier erfunden wurde. Und je weiter man nach Osten geht, desto, ja, schwierig. Osten hat für mich keine besondere Bierkultur. Da fällt mir nichts Besonderes ein.
Leute, wenn euch was zu Bier aus dem Osten einfällt, gerne unten rein. Ich weiß, da mir fällt da gerade nichts zu ein. Was kommt denn für Bier aus dem Osten? Hasseröder, oder? Hasseröder kommt aus Wernigerode. Jetzt ist die Frage, wo ist Wernigerode? Ich meine, das wäre im Osten. Ich meine jetzt im richtigen Osten, ne? Also nicht so Fake-Osten. Ich meine geografischer Osten. Also so Richtung Polen, Tschechien. Ich meine nicht DDR-Osten. Ja, überraschende 7 Punkte für das Jever. Wir sehen uns beim letzten herben Bier. Ich glaube, das wird das allerherbste von allen. Darum die Reihenfolge. Bin mir aber nicht sicher. Werden wir sehen. Wir sehen uns beim nächsten Bier. So, Warsteiner Herb. Mit weichem Brauwasser gebraut, eiskalt filtriert. Herb, doppelt gehopft. Von Warsteiner. Bierliebhaber, die einen frischen, kraftvollen Pilzgeschmack schätzen, bevorzugen das Herbste unter den Premium-Bieren. Unter unseren Premium-Bieren. Doppelt gehopft mit feinstem Sommergerstenmalz und einem ausgewogenen Spektrum an Aromen. All das verleiht unserem Warsteiner Herb seinen ausgezeichneten, natürlich herben Geschmack. Zutaten waren Brauwasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt. Kühl und dunkel lagern. Aber natürlich. Ich war ein bisschen pervers früher. Ich hab mir davon schon mal eine Kiste geholt. Und wie das so ist bei Bieren, die man nicht gewohnt ist, wenn man die sich in der Kiste holt, kann man die danach lange Zeit nicht trinken. Lange Zeit. Ich erinnere mich, dass ich im Jahr 2015 war es, glaube ich. Da gibt es auch eine Outtakes-Folge drüber. Eine Kiste Frankenheim geholt habe. Ich kann das bis heute nicht trinken. Ich kann es nicht trinken. Der Geschmack löst bei mir Wirkreize aus. Und so ist das mit dem Bier auch gewesen. Aber ich glaube, ich bin jetzt wieder bereit. So, das erste Mal, als ich das getrunken habe, war ich. Das schneiden wir raus. Geht euch eigentlich überhaupt nichts an, ey. Eins muss ich sagen, die Schaumbildung bei den ganzen Bieren ist großartig. Ne? Gut, es sind kommerzielle Biere. Wenn die ein schlechtes Aussehen hätten, sähe es düster für die aus. Das ist klar. Etwas dunkler als das Jefer. Ansonsten, okay, gut, riech mal dran. Wir wollen ja auch nicht zu lang das Video hier jetzt ziehen. Okay, gar nicht schlimm. Gar nicht außergewöhnlich. Was jetzt nicht, das soll jetzt nichts Negatives sein. Das riecht erstmal sehr wie ein Wolf im Schafspelz. So wie der halt riechen würde. Ja, probieren wir mal. Hä? Ich bin überrascht, weil ich hatte es ganz anders in Erinnerung. Heftiger. Optimale Trinktemperatur ist zwischen 4 und 8 Grad. Genau da liegt das. Wir sind bei 4 und 8 Grad. Zwischen 4 und 8 Grad. Vielleicht liegt es jetzt natürlich daran, dass ich die ganze Zeit schon herbe Biere trinke, also zwei bisher, und den Geschmack einfach schon gewohnt bin, aber für mich schmeckt das natürlich herb, aber nicht so, dass ich sagen würde, oh, doppelt gehopft. Nö, gar nicht. Ja, im Grunde schon fast, wie sie es schreiben. Das ist ja eine Seltenheit, dass wenn eine kommerzielle Marke etwas über sich selber sagt, dass das auch noch stimmt. Meistens ist es ja quasi fast wie Satire überzogen. Aber hier stimmt's. Es ist irgendwie aromatisch. Jetzt nichts super, super Ausgezeichnetes, aber es ist genau. Es ist erstens eine Mischung aus dem Becks und dem Jefer, von der Herbe her. Und es hat einfach mehr Geschmack als das Becks. Ich glaube, das ist eine ganz passende Beschreibung. Ein Mix aus den beiden plus mehr Geschmack. Da fehlt viel, was im Jever drin war. Darum sage ich auch, es hat einfach nur mehr Geschmack als Becks, mehr als Jever jetzt nicht unbedingt. Ist okay, ist okay. Ich würde mir jetzt aber keine Kiste davon kaufen, nicht nochmal. Tu es nicht. Ich habe mir schon viele Kisten von Bieren geholt. Ich hatte mal eine Kiste Becks, Kiste Frankenheim, wie gesagt, Kiste Gutsherrn. Ich hatte eine Kiste Störtebeker, hatte ich schon, Störtebeker Pils. Ich hatte eine Kiste Diebels Alt. Ich hatte schon eine Kiste Kölsch, Frühkölsch. Kiste Erdinger hatte ich schon. Halleluja, bis die weg ist, ne, da ist das Bier fast verschimmelt, weil Erdinger ist ja richtig massiv und da trinkt man einfach nicht so viel von. Darum steht so eine Kiste auch schon mal ein paar Wochen rum. Eine Kiste Bolten hatte ich schon mal. Kiste Hasseröder auf jeden Fall. Hasseröder war lange Zeit mein Lieblingsbier. Komisch, ne?
So überraschend. Ich wundere mich gerade selber über meine Worte. Das ist das Lustige an YouTube-Videos. Man redet mit niemandem, aber man denkt halt, da ist jemand, der einem zuhören möchte. Und darum wundere ich mich gerade selber so ein bisschen. Hast du da klar? Lange nicht mehr getrunken, wird Zeit. Ja, ich hatte schon viele, obwohl ich eigentlich leidenschaftlicher Bitburger-Trinker bin, hatte ich schon eine ganze Menge andere Kisten, weil ich einfach mal einen Langzeittest machen will. Ne? Natürlich ohne Kamera, interessiert ja auch keinen. Ne? Worauf wollte ich jetzt hinaus? Genau, ich würde mir trotzdem nicht nochmal eine Kiste davon kaufen. Die Zeit ist vorbei. Sowas macht man nur einmal im Leben. Oder in einer Dekade sozusagen. Ja, das bekommt jetzt genau 6 Punkte aus eben genannten Gründen. Ich weiß nicht, es liegt vielleicht an der Temperatur, aber ich finde es jetzt gerade überhaupt nicht herb. Ein bisschen mehr als Bitburger, mehr als andere gängige Biere, aber gut verglichen mit dem normalen Warsteiner hatte ich auch schon eine Kiste von. Mehrere, war auch lange Zeit mein Lieblingsbier. Oettinger Kiste hatte ich, jetzt kommen die ganzen. Verglichen mit dem normalen Warsteiner ist es natürlich eine herbe, eine Hopfenbombe. Ne? Es ist, mich wundert es wohl, dass sich das so gut verkauft. Ich war heute im Rewe wieder und da stehen die Kisten, die stehen da. Warsteiner, herb, doppelt gehopft. Die stehen da kistenweise, immer. Also entweder stehen die da immer, weil es sich nicht verkauft oder weil sie sich so gut verkaufen. Ne? Das kann man ja nicht sagen. Dafür muss man das beobachten. Was willst du machen? Ne? Wir haben, war jetzt wieder Zufall, dass die Biere hintereinander und auch die Punktzahl hintereinander haben. Becks 5 Punkte, Jever 7, das da 6. Damit ist der Sieger vom heutigen herben Biertest für mich unerwarteterweise das Jever. Ja, das klassische herbe Bier aus Deutschland hat diesen Biertest. Kann sein, dass meine Wortwahl ein bisschen nachrichtensprechermäßig ist. Diesen Biertest erfolgreich abgeschlossen, gewonnen. Und euch wünsche ich dann noch einen schönen Abend, einen guten Morgen oder einfach nur Prost. Ey, mir ist ja gerade was eingefallen, was ich ganz vergessen habe. Ich hab die Biere nicht zu Ende getrunken, ich habe die in einem Glas gesammelt. Das ist dieses hier. Und hier ist der Rest von dem Warsteiner. Das schütten wir jetzt mal da rein. Dann probieren wir mal, wie die drei gemixt schmecken, weil die hatten ja drei aufbauende Punktzahlen. Das könnte was werden. Jetzt, Leute, ihr werdet jetzt Zeuge eines neuen Bieres. Das Frank Triple Hop. Obwohl der Name überhaupt keinen Sinn macht, weil dreifach gehopft hat das ja gar nichts zu tun. Prost. Leute, mixen niemals Bier.